Hallo, hier ist Udo Pipper. Ich habe vor ein paar Tagen ein paar Bilder von meinem Pipper-Diplomat-Amp hier auf Facebook gestellt und da habe ich ziemlich viele Reaktionen drauf bekommen. Es hat mich gefreut. Viele haben nachgefragt, wie viel Watt hat der, was wiegt der, wie klingt der, was ist da alles dran, was steckt dahinter, hast nicht mal ein Video. Und deswegen habe ich gedacht, stelle ich jetzt mal ein paar Aufnahmen zusammen, die ich in der Vergangenheit mit dem Diplomat gemacht habe und erkläre euch, was es damit auf sich hat. Ich bin seit jeher ein großer Fan von so Fender Blackface-Amps. Da sind ja Klanglegenden und vor allen Dingen die kleineren Amps hatten es mir da angetan in der Vergangenheit, weil so laut kann man ja heute nicht mehr spielen. Und ich hatte lange Zeit so einen kleinen Blackface Princeton. Und der klang wunderbar, war aber für Live-Auftritte schon ein bisschen zu leise. Und deswegen will man dann 12er einbauen und einen etwas größeren Ausgangsübertrager und vielleicht das Netzteil ein bisschen stabilisieren und so weiter. Und das macht man halt bei so Vintage-Amps nicht mehr, weil die sind auch sehr, sehr wertvoll geworden in der Vergangenheit. Und daher dachte ich mir, brauche ich halt einen Verstärker nach Princeton-Manier. Habe ich zunächst erstmal für mich selber gebaut, der all diese Features schon hat. Und daraus wurde dann der Diplomat, weil den haben dann Kunden hier gehört und haben gesagt, wow, kannst du mir nicht auch so einbauen, hat super guten Blackface-Sound und ist aber laut genug für Bühnen und mit ein paar anderen Features kann ich den auch noch tauglicher machen für zu Hause, weil viele meiner Kunden spielen nur noch zu Hause. Und ja, daraufhin habe ich den Diplomat entwickelt. Ich habe das Rad nicht neu erfunden, das gebe ich zu. Ich betrachte mich auch nicht als Amp-Designer. Seit 15 Jahren etwa restauriere ich Vintage-Verstärker, habe ich über 1000 Stück restauriert schon. Und deswegen ist der Diplomat auch eher eine Hommage an berühmte Vorbilder, so wie das eigentlich die meisten machen, die solche Amps bauen. Es gibt eine Basisversion. Die entspricht so mehr oder weniger dem Princeton-Vorbild, hat nur immer einen 12-Zöller statt einem 10er, weil da gibt es einfach mehr Lautsprecher, unter denen man sich einen aussuchen kann, der einem am besten gefällt oder der so vom Sound her das bietet, was man eigentlich sucht. Und dann bewegt ein 12er natürlich auch ein bisschen mehr Luft und ist ein bisschen lauter, das heißt, der Amp klingt größer. Im Basismodell ist auch immer noch ein etwas größerer Ausgangsübertrager drin, damit der Amp bis zum Ende stabil bleibt. Zerrt dann ein bisschen später, ist auch ein bisschen stiffer, aber geht eben auch lauter und ist stabiler, vor allen Dingen in den Bässen. Das sind die Hauptunterschiede eigentlich zum Princeton. Und dazu kommt eben, dass ich mir wahnsinnig viel Mühe gebe, da die richtigen Bauteile auszusuchen. Und macht zum Schluss, wenn ich die Verstärker gebaut habe, weil manchmal klingt das wirklich von Anhieb ganz toll, manchmal eben noch nicht so. Und dann muss man gucken, woran es liegt. Und dann mache ich sogenannte Klangabstimmungen. Das heißt, ich selektiere Kondensatoren, Widerstände, Netzteilspannungen, Lautsprecher und dann zum Schluss natürlich auch die Röhren. Also ich stecke da nicht einfach irgendwelche Röhren rein, sondern da muss man eben unter einer ganzen Menge Röhren, die man sich auf den Tisch legt, welche aussuchen, die da am besten klingen. Ja, ich habe mal ein paar Klangbeispiele zusammengestellt. Im allerersten spiele ich den Diplomat ganz pur mit einer Les Paul. Lautstärke ist auf 10 und ich regel an der Gitarre und spiele so ein bisschen Blues.
nächsten Beispiel spiele ich eine erweiterte Version des Diplomaten. Das ist ein Amp, der hat viel größere Trafos und kann bis zu 30 Watt. Das haben sich manche Kunden gewünscht, die sagen, ich brauche es eben ein bisschen lauter und ich möchte halt ganz, ganz viel Clean Headroom. Und das Maximale, was man in so ein kleines Gehäuse da einbauen kann, sind Trafos für 30 Watt. Der Amp hat dann auch 6L6 Röhren und bei manchen mache ich auch noch ein anderes Frontpanel davor, weil wenn man kein Tremolo braucht, also die Princeton's haben hier hinten zwei Regler für das Tremolo. Und wenn man das nicht braucht, dann kann man ein neues Panel anbringen und hier einen Master hinsetzen und hier einen Mittenregler. Das haben sich auch ein paar Kunden gewünscht. Und das ist eben so das A und O bei diesem Konzept. Das ist halt ein Konzeptverstärker. Da gibt es allerlei Optionen, die ich aber dann fest einbaue und nicht über so Switches und Schalter zur Verfügung stelle, sondern ich spreche das mit dem Kunden vorher ab und dann kriegt jeder einen auf sich und auf seine Bedürfnisse zugeschnittenes Modell. Das ist das Diplomatische an dem Amp, deswegen heißt er Diplomat. Ich habe gespielt mit einer alten Les Paul Frontpickup und hier hört ihr mal, wie der Diplomat klingt, wenn er völlig clean und völlig satt vor sich hin tönt. Beispiel spiele ich wieder das Basismodell mit einem Tube Screamer davor. Ich habe mir 1980 in Frankfurt in einem kleinen Musikladen einen Tube Screamer gekauft und hatte zufälligerweise damals auch einen Fender Amp. Deswegen passte das so ganz gut, aber die Tube Screamer haben so eine Mittennase und das passt nicht bei jedem Amp. Ich hatte dann später einen Mesa Boogie und der war mit Tube Screamer eigentlich nicht zu gebrauchen, aber der hatte auch selber schon einen ganz guten Overdrive. Und dann könnt ihr euch mal anhören, wie das klingt in Verbindung mit einem klassischen Tube Screamer mit der Mittennase, weil die Diplomaten, die sind so ein bisschen scooped, die haben nicht ganz so viele Mitten wie so ein Marshall beispielsweise. Und dann ist das eine ganz schöne Kombination. Ja, im letzten Beispiel spiele ich wieder die Basisversion vom Diplomat mit einem New Old Stock Vintage Celestion 30. Ich finde, der Lautsprecher passt ganz gut dazu und habe als Vorschaltgerät einen Zen Drive 2. Das ist so ein Röhrenbooster mit einer 12AU7 drin, glaube ich. Und das ist eine ganz tolle Kombination, benutze ich häufig zum Üben, weil das ist so ein Ton, der mir unheimlich gut gefällt und wo er mal hören kann, wenn man so einen leichten Dumble-Touch da reinbringt.
Ja, soweit die Klangbeispiele. Ich möchte das zum Schluss noch mal kurz zusammenfassen. Der Diplomat, das ist eben kein festes Modell, sondern das ist eben so eine Spielwiese. Das Einzige, was die Amps gemeinsam haben, ist das Gehäuse, ein 12er Lautsprecher, und das ist eben leicht zu transportieren. Und es ist nicht so laut, weil heutzutage spielt halt fast jeder mit PA oder viele spielen nur noch in kleinen Clubs, im Proberaum oder in Kneipen oder eben zu Hause. Und dafür ist er eben gemacht. Ist halt kein Heavy Metal Amp. Und er bietet sehr, sehr schöne Blackface Sounds. Die Basisversion hat 18 Watt, 8 Ohm. Und die größere Version mit den großen Trafos hat bis zu 30 Watt, je nach 6L6-Röhren, die man da einsetzt. Aber das ist schon ein Konstrukt, das gefällt nicht jedem, weil da wird er auch ziemlich stiff und ziemlich clean. Und das ist schon was, was man in einem Club nicht so gut gebrauchen kann. Also es kamen zwei Kunden, glaube ich, zurück. Die haben das große Modell gegen ein kleineres wieder umgetauscht, weil sie sagten, im Endeffekt ist das einfach doch zu laut. Und dann hat man den Vorteil, hat man bei dem kleinen Amp eben auch Tremolo. Und das ist auch ein ganz netter Effekt, wenn man das benutzen möchte. Und hat so ein bisschen mehr Sahne und ein bisschen frühere Sättigung. Ja, wenn ihr Interesse daran habt, meldet euch bei mir. Ich habe eine Homepage www.udopipper.de. Da sind auch meine Kontaktdaten drauf. Und wenn euch so ein Amp interessiert, könnt ihr hier die Preise erfragen. Die variieren halt je nach Ausstattung, Lautsprecher, Röhren, Trafos und was es da alles gibt. Und deswegen gibt es eigentlich gar keinen festen Preis, weil jeder hat eigentlich einen anderen Diplomat. Und das ist eine Sache, die hier eben verhandelt wird. Und ich lade euch auch ein, kommt mal vorbei und hört euch so ein Ding an.